Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an unsere geliebten Geschwister. Wir grüßen euch an diesem wunderschönen Tag, wo die Sonne scheint. Und inshallah wollen wir nicht nur an diesem Tag die Sonne auf uns wirken lassen, sondern wir wollen, in Allah ta'ala, etwas ganz anderes erleuchten, und zwar unsere Herzen und unsere Seelen mit dem wahren Nur, mit dem wahren Licht, dem Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sonne ist ein Geschöpf Allahs. Das ist nicht das Besondere, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir Licht von sich aus gibt, dann ist das wahres Licht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit dem Licht Allah subhanahu wa ta'ala leben lassen. Liebe Geschwister, bevor wir anfangen, bi'idhnillah ta'ala, denkt immer an die drei Sachen. Nicht viel kommentieren, bitte, wir mögen das nicht, damit wir auch die anderen Leute nicht stören. Wir wollen einen reibungslosen Ablauf haben und des weiteren keine Schimpfwörter, keine Unanständigkeiten und keine schlechten Wörter auch untereinander nicht, sonst werden diejenigen geblockt, die das machen und äh, bitte achtet auch darauf, dass ihr keine Links versendet oder keine Links hier Postet, denn dieses ist nicht erlaubt, nur mit unserer Genehmigung. Achtet nicht auf die Islamhasser, die werden wieder hereinkommen, das ist ganz normal, sondern schaltet bitte den Vollbildmodus ein, so dass ihr auch nicht viel von diesen Leuten mitbekommt, liebe Geschwister. Bitte nicht viel schreiben, damit wir auch inshallah taala eine überschaubare Anzahl haben. Jazakumullahu khairan بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد Wir grüßen euch liebe Geschwister an einem wunderschönen Tag, wo wir die Gnade von Allah Jalla bekommen haben, die Sira, das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu studieren. Und dieses ist für uns eine Gnade, denn wir sollten wissen, liebe Geschwister, dass Allah uns geehrt hat, nicht nur, dass er uns zu Muslime gemacht hat. Das ist schon eine gewaltige Ehre und eine gewaltige Gnade sondern er machte uns auch von der Umma des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa bedeutet, Allah Azza wa hat unter allen Nationen, höre zu, unter allen Nationen, die existiert haben, von damals bis zur Zeit vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa viele Nationen entstehen lassen. Wissen wir genau, Abu'l-Bara, wie viele? Wir wissen das. Anhand einer Überlieferung, die hört ihr gleich, das ist ein Versprechen von mir. Allah hat viele Nationen entstehen lassen. Aber er hat auch Unterschiede zwischen diesen Nationen gemacht. Abul Bala, willst du uns sagen, es gibt Nationen, die sind vorzüglicher bei Allah als andere? Genau das wollte ich dir damit sagen. Höre jetzt das Versprochene, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte. Au milla. Wir werden am Tage der Auferstehung 70 Nationen bilden, 70 Gemeinschaften. Wie gesagt, wir sind nicht die ersten Menschen, sondern vor uns war, waren Nationen und diese Nationen waren ebenfalls auch geehrte Nationen. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass Nuh a.s.w. Noah zu seinem Volk kam und auch Ibrahim salatu und auch Moses, Musa salatu wassalam, auch Isa, Isa salatu wassalam, Jesus und auch Mohammed Alles geehrte Nationen. Aber wir waren, wir sind insgesamt 70 Nationen bis zur letzten Nation von Mohammed so sagte er. Wir sind die letzte, die gekommen ist, aber dafür die Beste. Fühlst du dich geehrt? Das ist die Nation von Muhammad. Sallallahu alaihi Allah hat ihr einen besonderen Vorzug über die anderen gegeben. Wir haben die Gesandten aufgezählt, die vor Muhammad sallallahu alaihi waren. Nenne sie mit mir nochmal. Wie viele Gesandten gab es, die unter den besten Gesandten waren? Fünf. In einer Überlieferung lesen wir, liebe Geschwister, dass es 124.000 Propheten gab, circa, und 326 Gesandte. Das ist eine Überlieferung, die umstritten ist. Aber wenn sie stimmt, gab es sehr viele, die zu den Menschen entsandt wurden. Und Muhammad alaihi wasalam, war der letzte von allen Propheten. Und auch der Koran war das letzte Buch unter allen Büchern, die Allah subhanahu wa den Menschen gelassen hat. Welches Allah den Menschen gelassen hat. Daher, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und darüber werden wir heute sprechen, die Stellung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam für diese Ummah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste etwas Besonderes sein. Warum, ja, Abu Warum sollte er etwas Besonderes sein? Waren die anderen etwa schlechter als er? Höre zu. Allah hat bestimmt, dass er der Letzte ist. Und der Unterschied, und wir lieben alle Gesandten und das findest du nur im Islam, dass der Islam alle Gesandten und alle Propheten akzeptiert. Alle Gesandten und alle Propheten akzeptiert, wie Allah Azzawajal sagt. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. keinen Unterschied, bitte aufpassen, bedeutet nicht in der Rangstufe bei Allah, weil Allah sagt in einer anderen Ayat. Dieses sind die Gesandten, wir haben die einen vor den anderen bevorzugt, sondern wir machen keinen Unterschied, bedeutet, wir wissen, das sind alles Gesandte Allahs und Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat. Hier machen wir keinen Unterschied und das siehst du nur beim Islam. Es gibt Juden, die beschimpfen zum Beispiel Jesus Isa a.s. Und auch die Christen, Akzeptieren nicht alle Propheten. Wer akzeptiert alle Propheten und wer ist diesbezüglich unvoreingenommen und hat keinen Hass im Herzen? Nur die Muslime. Sag Alhamdulillah. Wir akzeptieren alle Propheten. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Ich frage dich nochmal, was ist der Unterschied hier? In der Rangstellung, du hast richtig zugehört. Nein, wir meinen hier, dass dieses die Propheten und Gesandten von Allah Azza wa Jalla sind. Milla. Au Umma. Nahnu Wir werden am Tage der Auferstehung 70 Nationen bilden. Wir sind die 70ste Allahs. Wir sind die letzte, chronologisch, die historisch gekommen ist. Aber wir sind dafür die beste bei Allah. Das ist das Wichtigste. Nicht bei den Menschen, nicht bei den Rassisten, nicht bei irgendwelchen abgeirrten. Nicht bei den Mächtigen, sondern bei Allah subhanahu wa ta'ala, der bestimmt und erwählt, wen er will. Und so hat Allah diese Propheten erwählt. Und der Unterschied von Muhammad sallallahu alaihi zu den vorigen Gesandten, zu den vorigen Propheten war, dass die Gesandte zuvor immer zu einem bestimmten Volk entsandt wurden. Zum Beispiel Isa, Jesus, der geehrte Gesandte, und alhamdulillah ich sage auch ein jeden der kein muslim ist wenn du den islam annimmst verlierst du nicht jesus aber du gewinnst den islam du verlierst jesus nicht aber du gewinnst den islam jesus alayhi salatu wassalam ist zu bani israel gekommen speziell abul bara du kannst uns viel erzählen wenn der Tag lang ist wir wissen auch heute scheint die sonne besonders stark es kann sein dass du ein paar strahlen abbekommen hast Hör zu الله سبحانه وتعالى زاد مدن باتن عيسى عليه السلام وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أن قال عيسى عليه الصلاة والسلام تزعم فوج سبرق انا من الله بني ان ان انا بني إسرائيل Und so waren die Propheten für ein bestimmtes Volk. Muhammad sagt, als ob es dir heute zu heiß ist. Muhammad wasalam, kam zu allen Weltenbewohnern. Wo ist dein Beweis, Abul Bara? Wir wollen nur einen Beweis hören. So hast du es uns beigebracht und wir nehmen dich nicht aus. Nicht, dass du denkst, du brauchst uns keinen Beweis vorzubringen, auch wenn du uns beigebracht hast, dass wir die Beweise vorbringen müssen. Du musst auch den Beweis bringen. Höre zu. Allah Jalla sagt. وَمَا Lies mit mir. Wir haben dich doch nur als eine Barmherzigkeit. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben dich doch nur als eine Barmherzigkeit zu allen Völkern, zu allen Menschen gesandt. Zu wen? Zu Bani Israel einzig und allein. Zu bestimmten Völkern. Zu allen Menschen gesandt. Daher nochmal meine Frage an dich sonst fragt ihr uns immer am Ende des Unterrichts diesmal habe ich auch eine Frage an euch musste Mohammed sallallahu alaihi nicht etwas besonderes sein wenn er als letzter Prophet als letzter Gesandter erkürt wurde und wenn der Koran das letzte Buch ist es gibt nach dem Koran kein weiteres Buch mehr und es gibt nach dem Propheten Mohammed sallam keinen weiteren Gesandten mehr er musste etwas besonderes sein und auch der Koran alhamdulillah alhamdulillah Subhanallah wie wenig wir Allah Subhanahu wa Ta'ala danken das ist die großartige Gnade und das großartige Geschenk an dich o oh Diener Allahs von Allah wie gehst du mit diesem Geschenk um wie gehst du mit dieser Gnade um dass du zu der besten Ummah gehörst von Muhammad Sallallahu und sogar sagte er uns in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi und sie ist Hassan nach Sheikh Al-Albani Rahimullah Ta'ala Yawm sagte er werden wir im Paradies 120 Reihen bilden. Mhm. Im Paradies wird es 120 Reihen geben. Wie lang sie sind, Wallahu Alam, das wissen wir nicht. Aber es wird 120 Reihen der Paradiesbewohner geben. Er sagte: 80 Reihen sind gefüllt von der Ummah von Muhammad sallallahu und die restlichen 40 gehören zu den anderen Oma. Um. Subhanallah. Subhanallah. Hast du das richtig verstanden, Udina Allahs? Hast du dieses verinnerlicht? Bedeutet, diese gesamten Nationen, ich frage dich nochmal, wie viele Nationen gab es vor uns? 69, denn wir sind die 70. Ist richtig. Diese 69 Nationen, wer auch immer von ihnen in das Paradies hereinkam, so werden diese die Anzahl der Paradiesbewohner und die Reihen im Paradies bilden, aber sie bekommen lediglich 40 Reihen. Muhammad sallallahu alaihi wasalam, die Ummah, die vergleichsweise zu den anderen weniger ist, geringer in der Anzahl, nehmen, 100, nehmen 80 Reihen von den Paradiesbewohnern ein. Wallahi, wenn Allah uns nicht ehren wollte, was dann, oh Diener Allahs. Das ist der Vorzug von uns gegenüber den anderen Nationen. Auch hat Allah Azzawajal, Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, eine Sonderstellung gegeben. Welche? Ich möchte das gerne wissen. Ich habe heute viel gesündigt, denn es war ein heißer Tag und deswegen möchte ich mich heute nochmal reinigen, bevor der Tag zu Ende geht und mein Herz, mit Nur, mit Licht waschen und das herausnehmen, was an Sünde darin war, damit ich heute ruhig schlafen kann. Insha'Allah, höre zu, Diener Allahs. Ich sage dir, wir brauchen Muhammad sallallahu alaihi in der Dunya und in der Akhira. Muhammad hat uns in der Dunya beigebracht, wie der Weg der Rechtleitung ist. Allah Jalla sagt uns im Koran,

Du musst Mohammed in deinem Leben, in all deinen Entscheidungen bevorzugen, bevorziehen vor dir selber, vor deinem Gelüst, vor deinem Interesse, vor deinem Nutzen. Warum? Weil die Sunnah der beste Weg ist, den Allah subhanahu wa uns gegeben hat. Daher denke nicht, dass es etwas Besseres gibt als die Sunnah. Und Allah sagt hier, und der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber, bedeutet, du willst immer die Sunna und nicht etwas anderes. Denn wenn du die Sunna willst wirst du erfolgreich sein in dieser Dunja. Und das war, was der Prophet wasallam, uns beigebracht hat, dass wir in der Sunna ihn Schritt für Schritt folgen. Warum? Weil das der beste Lebensweg ist. Es gibt keinen besseren Lebensweg. Subhanallah, wenn du siehst, die wenn du die Gefährten des Propheten wasallam, betrachtest, sie haben unglaubliche Dinge gemacht. Wenn der Prophet wasallam, beim Gebet die Schuhe ausgezogen hat, dann haben sie gar nicht nachgefragt, dann haben sie ebenfalls die Schuhe ausgezogen. Sie haben nicht gefragt, warum hast du die Schuhe ausgezogen? Sie haben ihn gesehen, wie er handelt, so haben sie es ihm nachgemacht. Weil sie wussten, er ist Mubarak gesegnet, er ist der Gesandte Allahs, mit Licht wurde sein Herz erfüllt und... Noch mehr, Odina Diener Allahs, er hat die Sunnah von Allah bekommen, eine Offenbarung. Denn die Sunnah ist eine zweite Offenbarung, wie die Gelehrten sagen. Und es ist eine Offenbarung, denn Allah Azzawajal sagt, Er spricht nicht aus Begierde ausgelöst der Propheten, vielmehr ist es eine Offenbarung von seinem Herrn. Alles, was er tat, wa sallam, in der Religion, war Offenbarung von Allah Azzawajal. Der Prophet sallallahu wasallam, steht uns näher als wir uns selber. Und hier solltest du ein Beispiel sehen von Abu Bakr as siddiq radhiyallahu anhu. Als der Prophet sallallahu wasallam, gelebt hat, hat diese Ayah bedeutet, dass, wenn das Leben des Propheten sallallahu wasallam, auf dem Spiel stand und auch dein Leben, aber du hättest vielleicht das Leben des Propheten sallallahu wasallam, retten können, dann hättest du es machen sollen. Denn der Prophet sallallahu wasallam, ist wichtiger als du. Und so ein Beispiel hat uns Abu Bakr al-Siddiq radiallahu angeprägt. geprägt. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari sehr lang. Aber wir wollen sie abkürzen. Eines Tages war der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als ob dir langweilig wird, die Salawat zu sprechen. Schäm dich. Er ist dein Liebling, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war eines Tages mit Abu Bakr al-Siddiq. Und so haben sie eine weite Reise hinter sich gelegt. Und es ist sehr heiß in der Wüste, liebe Geschwister, und sehr trocken, wie ihr wisst der Prophet sallallahu wasallam, war durstig. und auch Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu da. und so hat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu keine Ruhe im Herzen gehabt bis er entschieden hat dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas zu bringen sollte etwas zu trinken bringen sollte nein sogar etwas kühles Allahu Akbar so ist er nachdem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam es gemütlich gemacht hat auf dem Boden und ihm gesagt hat, nam Rasulallah, schlaf ein bisschen ruh dich aus, so ist er losgezogen, obwohl er kurz vor dem Ende stand. Und bis er jemanden fand, der ihm eine Schale Milch gegeben hat, so hat er, so hat Abu As-Siddiq de An versucht, diese Schale mit Milch kalt zu halten. Und so kam er damit zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und gab ihm dieses mit Liebe, obwohl Abu Bakr-Siddiq genauso erschöpft war wie der Prophet. Und er sagte: Ich Rasulullah, trink, O oh Gesandter Allahs. So sagte Abu Bakr-Siddiq in dieser Überlieferung: Wallahi, mein Verstand ist geflogen. Bei diesen Worten: Er sagte, fashariba Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, hatta radi't so hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von dieser Milch getrunken, bis ich, Abu Bakr, zufrieden war. Allahu Akbar. Der Prophet wasallam, hat seinen Genuss bekommen, hat etwas Schönes, Kühles zu trinken bekommen an einem Tag der Erschöpfung. Abu Bakr ist der selber nicht getrunken hat, sagt, so hat der Prophet sallallahu alaihi getrunken, bis ich zufrieden war, obwohl ich selber nicht getrunken habe. Aber mich hat das zufrieden gemacht, dass ich dem Propheten wa sallam, hier in dieser Angelegenheit eine Erleichterung geschaffen habe. Subhanallah, wo sind wir von den Sahaba radiallahu Ich wette mit dir, Wallahu ala ala wa ala. dass wenn einer von uns in so einer Situation wäre, der hätte den Propheten wa sallam, zur Seite geschubst und er hätte erstmal selber getrunken. Denn in sowas kennen die Menschen keine Bevorzugung. Nein, sie wollen ihren Nefs, ihrem Gelüst folgen. Egal, wer neben ihnen steht. Ganz gleich, wer neben ihnen steht. Und wir sehen das, wenn wir uns am Tisch setzen mit unseren Eltern, warten wir darauf, bis unsere Eltern essen. Nein, wenn wir hungrig sind, interessiert es uns nicht auch, wo unsere Eltern gerade sind. Obwohl sie in unmittelbarer Nähe zu uns sind wir setzen uns hin unsere eltern haben sich noch nicht richtig hingesetzt da sind wir schon satt röbsen stehen auf und gehen weg Auzubillah. wenn wir das mit unseren eltern machen wie ist unsere handlungsweise gegenüber dem propheten Sallallahu Wasallam? abu bakr al-siddiq hat es uns bewiesen und er sagte in einer anderen überlieferung höre diese wunderschöne überlieferung ebenfalls bei al-bukhari ihr wisst liebe geschwister Abu Bakr al-Siddiq alhamdulillah, alle in seinem Haushalt sind Muslime geworden. Er hat alle dazu gebracht, dass sie Muslime werden. Und er hatte einen Vater, Abu Quhafa, der schon ein sehr alter Mann mit langem weißem Bart war. Abu Quhafa hat sich an dem Tag entschlossen, den Islam anzunehmen. Und der Prophet alaihi wasallam, hat auch einen Onkel gehabt, Abu Talib, über den wir schon gesprochen haben. Er hätte es sich sehr gewünscht, dass dieser den Islam annimmt, aber. Allah hat für Abu Talib etwas anderes bestimmt, weil Allah sein Herz kannte. Und Abu Talib hatte Kibir in seinem Herzen, Hochmut. Deswegen hat Allah ihn mit nichts anderes als mit dem Unglaube sterben lassen. Möge Allah uns nur auf der wahren Religion befestigen und jede Art von Hochmut aus unseren Herzen herausnehmen. O ihr AfD-Wähler, sagt Amin, auch wenn es euch nichts bringt. Höre zu. So. أبو قحافة قرر أن الإسلام في هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأخذ أبوه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هنا هو أبوه يريد أن يأخذ الإسلام ثم قرأ أبو قحافة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تنزا دي بروفيت صلى الله عليه وسلم dass أبو بكر الصديق رضي الله عنه sehr viel geweint hat. Und er fragte ihn anschließend, warum weinst du, o oh Abu Bakr? Er sagte, höre zu, Abu Bakr الصديق, Siddiq. Er sagte, ja الله, Wallahi bei Allah, dass dein, Onkel, dass dein Onkel Abu Talib Den Islam angenommen hätte, wäre mir lieber, als dass mein eigener Vater den Islam annimmt, weil ich weiß, wie sehr du es geliebt hättest, dass dein Onkel den Islam angenommen hätte. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So weit, so weit. Mein Vater ist mein Vater. Ich liebe ihn. Aber dass dein Onkel den Islam annimmt, hätte dir noch mehr Freude bereitet. Und deswegen hätte ich mich über den Islam deines Onkels Abu Talib mehr gefreut. Leute, die verstanden haben, was es bedeutet, so einen Propheten sallallahu als Führer zu haben. Wir brauchen den Propheten sallallahu in der Dunya. Wie ich gesagt habe, er hat uns an die Hand genommen, symbolisch, und hat uns den Weg der Sunna gezeigt. Das ist der Weg, der erfolgreichen, wallahi l wisse eins, auch wenn du anders aussiehst als die anderen, auch wenn du dich anders benimmst als die anderen, auch wenn du auf vieles verzichten musst, worauf diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben, verzichten, so wisse, du bist glückseliger als sie. Das ist ein Versprechen. Du bist glückseliger als sie. Weißt du, was einer der Salaf einmal sagte? Einer, der sich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehalten hat. Er sagte, wallahi, es gibt Momente, in denen ich so eine Freude im Herzen verspüre, wenn die Leute des Paradieses, höre zu, wenn die Leute des Paradieses ebenfalls so eine Freude im Herzen haben, dann haben sie das schönste Leben. Er hat solche Freude, er hat so eine Freude gekostet im Herzen. Mohammed hat uns die Sunna beigebracht und wir sollten dieser Sunna folgen, liebe Geschwister, auf Schritt und Tritt. Werden wir Probleme bekommen? Nein. Werden wir Probleme von Behörden bekommen? Nein. Ja, wir werden Probleme bekommen. Werden wir Probleme von der Gesellschaft bekommen? Wir werden Probleme bekommen. Werden wir Probleme von unseren eigenen Familien bekommen? Wir werden Probleme bekommen. Jeder darf uns Probleme machen, solange es nur die Schöpfung ist, interessiert uns das nicht. Denn wir fürchten, dass Allah uns an einem gewaltigen Tag ganz andere Probleme machen kann. Möge Allah subhanahu wa mit mir und mit dir zufrieden sein. Denn wisset, O oh Diener Allahs, an diesem Tag, Yawmul Qiyama, wird Allah so zornig sein, wie er es nie zuvor gewesen ist. Nie zuvor. Probleme, die gehen weg, spätestens mit deinem Tod. Aber was bleibt, ist das Wohlgefallen Allahs. Was bleibt, ist das Wohlgefallen Allahs. Und hier, und hier haben wir den Propheten in der Dunya gebaut. Auch am Tage der Auferstehung werden wir ihn brauchen. Wisst ihr, dass der Prophet wasallam, auf seine Umma warten wird, Yaumul Qiyamah? Allahu Akbar, was meinst du damit Abu -Bara? Er wird auf seine Umma warten, a.s. Und so sagte er eines Tages, وَدِدْتُ أَنِّي قَدِرَأَيْتُ إِخْوَانَنَا Wie sehr hätte ich mir gewünscht, meine Brüder zu sehen. Ich vermisse sie. Ich habe Sehnsucht nach ihnen. Dann sagten die Sahaba radiyallahu anhum sofort, قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا Sind wir nicht deine Brüder? Er sagte, bell, antum ashabi. Vielmehr seid ihr meine Freunde, meine Gefährten. Und meine Geschwister werden aber nach mir kommen. Ich habe sie nie gesehen. Sie sind nach mir gekommen, aber haben an mich geglaubt. Ich übersetze, haben an mich geglaubt, obwohl sie mich nicht gesehen haben. Diese werden nach mir kommen und ich werde sie erwarten am Wasserbecken. Dort werde ich sie erkennen. Wie, werde, wie, wie wird er sie erkennen? Sie fragten die Gefährten des Propheten sallallahu alayhi wa Sie fragten die Gefährten des Propheten sallallahu alayhi wa wie wirst du sie erkennen? Er sagte: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَفَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوضِ Sie werden zum Wasserbecken kommen, während ich sie dort erwarte. Und ich werde sie daran erkennen, dass sie volles Licht an ihren Körpergliedern haben, von dem Modo der Gebetswaschung, die sie vollzogen haben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So wird er dich und mich erkennen, möge Allah uns dazu gehören lassen. Allahumma Amin. Ja, wenn du zwölf. Wenn du zehn schwarze Pferde siehst und darunter ist einer, der weiß befleckt ist, wird er dir auffallen oder nicht? So wird es sein, Qiyamah. So wird der Prophet sallallahu alaihi seine Leute erkennen. Er wird sie dann aufsammeln. Er wird sie einsammeln, alaihi salatu Wassalam. Und er wartet auf sie, damit er sie auch im Jenseits begleitet. Er hat sie nicht vergessen. Subhanallah. Er hat sie nicht vergessen, bei Allah. Er hat sie nicht vergessen. Und höre zu Odin Almas, Jaumul wenn es um die Leute schlecht aussieht, dann werden sie zu einem jeden Propheten rennen und sie werden ihn fragen, ob er für sie Schafer machen kann, ein gutes Wort einlegen kann. Sie gehen erstmal zu Noah, Nuh, aleyh, salatu dann gehen sie zu Abraham, Ibrahim, aleyh, salatu dann gehen sie zu Moses, zu Mosa, dann gehen sie zu Jesus. Isa Was sagen ihnen diese Großen bereits erwähnt? Das sind die besten Gesandten. Allah hat sie auserwählt. Sie sind schon im Paradies. Diese Gesandten, wenn die Menschen zu ihnen kommen und sie darum bitten, dass sie ein gutes Wort, ein gutes Wort für die Leute einlegen, werden sie sagen, Nafsi, nefsi, geht weg. ila Geht zu jemand anderen. Heute kümmere ich mich nur um meine eigene Seele. Allahu Akbar. Die Propheten, die Propheten. Ein harter Tag, ein schwerer Tag bedeutet nicht, dass diese Leute nicht in das Paradies kommen. Doch sie kommen in das Paradies, aber es ist ein harter Tag udin oh allah, Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben. Sie kommen zu diesen vier Gesandten, die sagen ihnen nafsi nafsi, heute kümmere ich mich nur um meine eigene Seele. Was sagt aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sie zu ihm kommen? Er sagt ummati ummati, meine Nation, meine Nation. Hast du den Unterschied gesehen? Alle Propheten sagen Nefsi, Mohammed Sallallahu alaihi wasallam sagt Ummati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ist der Prophet, den du bis heute nicht auf Schritt und Tritt folgst. Mohammed Sallallahu alaihi wa Höre an einem anderen Beispiel, wie sehr er Wert darauf gelegt hat, dass du und ich errettet werden, Yawm So heißt es in einer Überlieferung, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم eines Tages ständig die Eier gelesen hat, die Isa عليه الصلاة والسلام, im Koran gelesen, rezitiert hat. Allah Azza wa Jal sagt in dieser Eier, O Diener Allahs, إن تُعَذِّبْهُم فإنهم عبادُك، وإن تغفر وإن لهم فإنك أنت العزيزُ الحكيم. Wenn du ihnen vergibst, ja Allah, so bist du doch So sind sie doch deine Diener. Wenn du ihnen vergibst, ja Allah, so sind sie deine Diener. Du kannst vergeben, wem du willst. Und wenn du vergibst, vergibst du nicht, weil du gezwungen bist zu vergeben, sondern du vergibst von dir aus. Wenn du vergibst, so sind sie deine Diener. Und wenn du sie bestrafst, so bist du der Allmächtige, der Allmächtige, der Allmächtige und der Allweise. Diese Eier hat der Prophet wa sallam, gelesen und viel dabei geweint. Er hat die Ayah verstanden im Gegensatz zu dir und mir. Möge Allah subhanahu wa uns den Koran verstehen lassen. Es bedeutet, wenn du ihn vergibst, ja Allah, keiner kann dich zwingen, ihnen zu vergeben. Warum? Weil du hast die Allmacht. Es gibt Leute, die vergeben aus Schwäche heraus, aber Allah. Er ist der Starke, der Allgewaltige, und wenn er vergibt, vergibt er nur aus seiner Güte heraus. Er braucht nicht zu vergeben. Wenn er wollte, könnte er alle bestrafen, einschließlich Muhammad. Alaihi Aber das ist seine Güte. Allah, Assalamualaikum, so sagt er, wenn du vergibst, so, bist, so sind sie deine Diener. Aber wenn du sie bestrafst, ja Allah, sie sind deine Diener. Du kannst mit ihnen tun, was du willst. Du bist der Allmächtige, der Allweise und er weinte wassalam, und er weinte dann hat er seine Hände gehoben und er sagte Allahumma ummati ummati oh Allah meine Umma meine Umma bedeutet vergesse sie nicht vergesse sie nicht wa baka Rasulullah und er weinte sehr viel so hat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seinen edlen Diener gesehen und Allah hat diesen großartigen Propheten Mohammed besonders geliebt, deswegen lieben wir ihn auch so sehr. Wäre die Liebe Allahs nicht in dem Maße. Allah ist der Maßstab für alle Dinge. So hat er geweint und gesagt, Ummati, Ummati, meine Umma, ja Allah, meine Umma. Allah hat dann Jibril zu ihm geschickt. Er sagte, "Ithab ila Mohammed. Geh zu Mohammed Sallallahu alaihi wasallam und guck, was er will. Guck was er möchte. Und dein Herr weiß am besten, was Muhammad Sallallahu Alaihi möchte, aber frage ihn, warum er weint. Wer weiß es am besten? Natürlich Allah, subhanahu wa aber er möchte dir und mir beibringen. So geht Jibril Ali Salatu zum Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi und fragt ihn, was er möchte. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat sein Leid ausgeschüttet. أمتي أمتي ماينه جبريل عليه الصلاة والسلام زو كام جبريل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى Und الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم wollte. الله so جبريل wieder zurück محمد صلى الله عليه وسلم اذهب الى محمد وقل له ان انا سنرضيك في أمتك ولا نسوك Wir werden dir, sag ihm das, Yajiblin, damit er an diesem Tag Freude in seinem Herzen empfindet. Geh zu ihm, denn er macht sich Sorgen um seine Oma, um seine, um seine Gemeinschaft. Geh zu ihm und sag ihm, wir werden dich zufrieden machen. Allahu Akbar. Wir werden dich zufrieden machen. Und wir werden dich nicht enttäuschen, dich traurig machen. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Allahu Akbar. Du sollst bekommen was du dir wünschst. Allah sagt im Koran: so wird dir dein Herr geben, so wird dir dein Herr geben und du wirst zufrieden sein. Weißt du, was das bedeutet, O Diener Allahs? So oft liest du Surat Al Doha." Und vielleicht wusstest du bis heute nicht, was diese Eier bedeutet. Allah sagt zu seinem Gesandten, wasalam, so wird er dir geben und du wirst zufrieden sein. Muhammad wasalam, wird erst zufrieden sein, wenn kein Muslim mehr im Höllenfeuer ist. Wenn alle Muslime das Paradies betreten haben. Sagt Sallallahu Alaihi Wasallam. Er wird erst zufrieden sein, wenn alle Muslime das Paradies betreten haben und diejenigen, die im Höllenfeuer waren, dass sie herauskommen aus diesem Höllenfeuer. Das ist die Stellung vom Gesandten Sallallahu alaihi Ich möchte dich nur etwas fragen, O oh Dina Allahs, und verzeihe mir. Liebst du den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nur? Ein Drittel von dem, wie sehr er dich geliebt hat. Lass das Drittel weniger und noch weniger. Subhanallah, wie kann es sein, dass dieser Prophet wasalam, dich sehnsüchtig erwartet? Jaumul Qiyamah, weil er weiß, es wird ein schwerer Tag werden. Wie kann es sein, dass er dich sehnsüchtig erwartet und er braucht dich nicht? Aber er wartet auf dich, Yawmul Qiyamah, damit er dich an deine Hand nehmen kann und dich in Sicherheit bringen kann. Ja Allah, das ist meine Umma. Ich möchte, dass sie eine besondere Stellung bei dir haben, ja Allah. Alle sollen in das Paradies. Und er wird schauen, Alihi Salatu Wassalam. Er wird schauen, dass er diejenigen, die zu seiner Umma gehören, und bitte aufpassen. Wir reden von denjenigen, die auch an ihn geglaubt haben und ihm gefolgt sind. Er schaut, salatu wassalam, wen nehme ich mit, damit ich sie an diesem Tag in Sicherheit bringen kann? Allahu Akbar, wallahi würden wir den Propheten wassalam, nur ein Teil von dem lieben, wie er uns liebt, dann hätten wir schon etwas Gewaltiges erreicht. Aber schaut, wie viele Leute von uns haben bis heute kein Bart, obwohl der Prophet wassalam, uns das befohlen hat. Wie viele von uns ändern an ihrem Aussehen, so dass sie sich den, so, so dass sie sich den Zorn Allah subhanahu wa zuziehen und Allah hat uns verboten, dass wir die Schöpfung ändern. Ob es das Zupfen der Augenbrauen ist, ob es die Tattoos sind, all das bringt den Fluch Allah. Wie viele von unseren Jugendlichen haben Tattoos? Wallah, manchmal, wenn ich Leute sehe, die voller Tätowierung sind, dann komme ich niemals darauf, dass sie Muslime sind. Es ist für mich sehr schwer zu verstehen, bis ich dann vielleicht eine Gebetskette von ihm sehe. An seinem Hals. Bis ich dann sehe oder höre, dass er Inshallah sagt, Alhamdulillah aber subhanallah liebe geschwister die sunna ist der schmuck kein Tattoo, kein ohrring kein nasenring die sunna das heißt der bart das heißt dass du dich vernünftig anziehst wie ein muslim sich anzieht dass die frau sich bedeckt und dass der mann einen guten charakter hat und auch die frau das ist die sunna damit sollen wir uns schmücken das ist der beste Schmuck, O oh Dina Allahs. Keine Goldkette kann mithalten. Und als Mann darfst du sowieso keine Goldkette tragen. Aber subhanallah, wir sehen in dieser heutigen Zeit, dass die Leute sich mit allem schmücken wollen, außer mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu Und daher mein letztes Wort an dich, O oh Dina Allahs. Wann bist du bereit, endlich dem Propheten sallallahu wasallam zu folgen, auch wenn es bedeutet, dass Freunde von dir weggehen werden. Auch wenn es bedeutet, dass du ab jetzt einen Weg einzeln beschreitest. Auch wenn es bedeutet, dass du etwas Schmerz hinnehmen musst, weil der und der dich dafür kritisieren wird. Wann wirst du endlich bereit sein, dieser Sunnah zu folgen? Möge Allah wa mir und dir Barmherzigkeit geben in der Dunya und in der Akhira. وموجه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك لو فيكم وجزاكم اخيرا بي هم paar با مينوتن زايت ليبيشويستر فر فراغن اون دان ان شاء الله تعالى denkt daran morgen باذن الله تعالى und übermorgen wird es um 20 Uhr einen Livestream geben, Wir sind nämlich in Braunschweig und dort werden wir bei la Latala auch abends einen Vortrag abhalten. Wir würden uns sehr, sehr freuen und sehr, sehr geehrt fühlen, wenn ihr uns besucht zu diesem Zeitpunkt. Und ihr dürft jetzt eure Fragen stellen. Ja. Es wird gefragt, was passiert mit herzensguten Menschen, die an Gott glauben, aber nicht an die Bibel, an die Kirche? An die Bibel, an die Kirche? Was passiert mit herzensguten Menschen, die an die Bibel oder die nicht an die Bibel oder nicht an die Kirche glauben? Bitte? Aber an Gott glauben. Aber an Gott glauben. Wir sollten wissen, liebe Geschwister. Es gibt nur eine einzige Regel, um errettet zu werden. Nur eine einzige, mehr nicht. Keine zwei, keine drei, keine vier. Nur eine einzige Regel. Dass du bezeugst, und du hast schon die Hälfte erreicht. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Das hast du ja schon bestätigt. Du sagst, es gibt nur einen einzigen Gott für dich. Das heißt, du bist schon viel weiter als viele, viele Menschen. Aber es kommt noch ein zweiter Teil hinzu. Um errettet zu werden, um das ewige Paradies zu bekommen und um sich vor dem ewigen Verdammnis zu retten. Und ich bezeuge, dass Muhammad wasallam, sein Gesandter ist. Das ist alles. Du brauchst nicht an das oder jenes zu glauben, wenn du dieses Glaubensbekenntnis sprichst und du weißt, Muhammad wasallam, ist einer der vielen Gesandten. Er kam als letztes aber und du bezeugst, dass er der Gesandte Allahs ist, dann wirst du errettet sein, bidnillah bi Mehr musst du nicht tun. Und hier wirst du es schaffen, die Glückseligkeit in dieser Welt zu bekommen und in der nächsten Welt. Es wird gefragt? Ist es erlaubt, nicht islamische Friedhöfe zu besuchen, um den Tod zu gedenken? Ist es erlaubt, nicht islamische Friedhöfe zu besuchen, um den Tod zu gedenken? Unsere Gelehrten sagen, wenn es überhaupt keine anderen Friedhöfe gibt und man will nur mit dieser Absicht hingehen und nur deswegen sollte man auch die Friedhöfe besuchen, damit man den Tod gedenkt, wie es in einer Überlieferung bei Imam Muslim heißt, dass der Prophet Sallam sagte: Früher habe ich es euch verboten, aber jetzt geht zu den Friedhöfen und gedenkt. Das heißt, denkt an den Tod. Und das ist eine Ibadah des Herzens, dass man auch, liebe Geschwister, sich erinnert, dass man sterben wird und vor einem sind tausende von Beispielen. Wenn es keinen anderen Friedhof gibt, außer ein Friedhof von Nichtmuslimen, Und man möchte nur zu diesem Zweck hingehen, ja. Man steht aber etwas abseits von den Gräbern und kann den Tod gedenken. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Es wird gefragt: Muss ich auf Kaution Saka bezahlen, sprich Kaution für Wohnung und Miete? Muss ich auf Kaution Saka bezahlen? Wenn du die Kaution bei dir hast, dann zahlst du die Saka darauf. Aber in der Regel hat man sie ja nicht bei sich. Ich weiß jetzt nicht, ob du fragst, weil du sie angespart hast und das schon zurückgelegt hast als Kaution, oder sie ist schon investiert, dann hier in diesem Falle Odina Dina wenn du sie hast, dann zahlst du darauf, beidnala ta'ala. Aber wenn du sie nicht hast und die wurde irgendwo investiert, dann ist das erstmal investiertes Geld, was nicht bei dir ist. Es wird gefragt, pflegte der Prophet Sallallahu Alaihi nach dem Gebet Dua zu machen. Pflegte der Prophet Sallallahu Alaihi nach dem Gebet Dua zu machen? Ja. Wobei er aber nicht dabei die Hände hob. Wir haben keine authentische Überlieferung, dass der Prophet Sallallahu Alaihi die Hände gehoben hat. Aber wir haben viele Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, kulli salat", macht nach jedem Gebet oder sagt nach jedem Gebet, Allahumma oh a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni O Allah, helfe mir oder verhelfe mir. Zu was? Deiner Gedenken und dankbar zu sein und eine gute Ibadah, eine gute Anbetung zu machen. Das ist nur ein Bittgebet von anderen Bittgebeten, wobei man dabei nicht die Hände hebt. Wallahu ta'ala, a'ala, Es wird gefragt, in einer Überlieferung sagt, Prophet gekürzt. Diejenigen, die im verborgenen Sünden, dessen Taten werden alle gelöscht, gibt es Wege, die guten Taten Wenn der Prophet sagte, das heißt, dass diejenigen, die im verborgenen, im Geheimen sündigen, dass alle ihre Taten verschwinden werden, gibt es Möglichkeiten, dass man diese Taten wieder zurückholt? Man muss ja diese Überlieferung auch verstehen, liebe Geschwister. Eine sehr gefährliche Überlieferung. Das ist eine Überlieferung die besonders gefährlich ist für diejenigen, die darauf warten, alleine zu sein, im Geheimen zu sein, damit sie die Sünden machen können. So diese Leute haben ein Urteil, aber die Gelehrten haben viel darüber gesprochen, wer sind diese Leute und es wurden verschiedene Begründungen genannt, warum alle ihre Sünden gelöscht werden. Aber wallahu ta'ala ala wa'alam, die plausibelste Erklärung der Gelehrten ist, dass diese Leute wenn sie immer weiter sündigen und sündigen im Geheimen, dann kommt irgendwann mal der Zustand, wo sie sich so sicher fühlen, als ob Allah sie nicht sieht und sie werden sich mehr oder weniger diese Sünde für erlaubt erklären. Weil je nachlässiger man wird, umso gleichgültiger ist es, ob man eine Sünde macht oder nicht. Deswegen ist es sehr gefährlich, nachlässig zu sein. Weil irgendwann ist es einem gleich, gleichgültig. Und man könnte so gleichgültig werden, dass dann irgendwann man zu sich selber sagt, wo ist das Problem, dass ich sowas mache? Hier hat man den Koffer begangen und damit werden alle Sünden gelöscht. Wallahu ala, ala, wa ala. Es wird gefragt, wie hat Iblis Adam salam austricksen können im Paradies, wenn er doch von da verbannt war? Wie hat Iblis Adam a.s. ausgetrickst, wenn er doch verbannt war, wenn er gar nicht im Paradies war? Das ist natürlich eine Frage, über die manche Gelehrte gesagt haben, jedoch haben wir keinen Beweis dafür aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi dass er vielleicht in Form von einer Schlange gekommen ist und ihm so eingeflüstert hat. Wallahu ta'ala es gibt keinen Beweis dafür. Und wenn wir keinen klaren Beweis haben, das waren Erklärungsansätze von einigen der Salaf, ala, ala wa ala. Es wird gefragt, flüstert der Satan immer etwas Schlechtes ein? Flüstert der Satan immer etwas Schlechtes ein? Satan ist sehr geschickt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über ihn, über diesen Shaytan, äh, 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 er sagt über ihn, und es, es war von mir, oder ich konnte euch, oder ich hatte keine Macht über euch. Ich hatte keine Macht über euch. Keine Macht über euch, sollten wir erstmal wissen, bevor wir zu der Frage kommen. Schaitan kann gar nichts tun. Er kann nur flüstern. Mehr nicht. Aber flüstert er nur etwas Schlechtes ein? Sein Ziel ist etwas Schlechtes. Manchmal bringt er dich aber zur Religion, um dich von der Religion wegzubringen. Wie? Pass auf, manchmal kommt er in Schritten, indem er dir sagt, zum Beispiel, du hast nicht richtig vollständig Wodo gemacht. Er will dich stören und jedes Mal will er dich stören, 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 bis du irgendwann verunsichert bist über dein Wodo. Frag die vielen Geschwistern, möge Allah subhanahu wa ihnen Heilung geben, die diese Waswasa haben, diese Einflüsterungen haben. Sie machen vielleicht 10 oder 20 Mal Voodoo pro Gebet. Oder er sagt dir im Gebet, Du hast Takbiratul Ihram den anfangs nicht gesprochen. So spricht er zehnmal den Takbir aus und jedes Mal, jedes Mal formt er seine Absicht neu. Hier scheint es, als ob Iblis möchte, dass dieser Diener eine gute Ibadah macht. Nein, Iblis möchte ihn hier stören und möchte ihn verunsichern, so dass er die Ibadah lässt. Er kommt mit der Religion um jemanden von der Religion wegzubringen. Wallahu ala ala wa ala. Na. Es wird gefragt, was soll ein Mann machen, wenn die Frau kein Adab besitzt? Was soll ein Mann machen, wenn die Frau kein Adab besitzt? Ich möchte nicht persönlich werden, ich antworte allgemein. Frage ist erstmal hier, hat der Mann selber Adab? Das ist erstmal eine wichtige Frage. Zweitens, wenn er Adab hat, hat er ihr Adab beigebracht? Hat er ihr Adab beigebracht, das heißt, dass er ihr die Sunna beigebracht hat und um das richtige und gute Verhalten. So. Und drittens auch wichtig, wenn er ihr das beigebracht hat und er selber Adab hat und diese Frau eine Frau ist, die ihm einfach das Leben schwer macht, so hat er zwei Möglichkeiten. Er kann geduldig sein und sie immer wieder ermahnen, natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und im zweiten Fall, wenn er keinen Nutzen sieht bei dieser Frau, dann kann er sie scheiden. Und manchmal muss eine Frau das auch deutlich wissen, damit sie auch nicht die Grenzen überschreitet. Wallahu ta ala, ala, wa ala. Nein. Es wird gefragt, muss man drei Tage fasten, wenn man bei Allah schwört und versehentlich eine falsche Aussage tätigt hat, aufgrund von Vergesslichkeit und eifriger zu. Muss man bei Allah Subhanahu wa Ta'ala drei Tage fasten, wenn man versehentlich etwas gesagt hat oder geschwört hat äh, auf Allah Subhanahu wa Ta'ala und das vorschnell mit der Zunge ausgesprochen hat und das gebrochen hat? Man sollte wissen, äh, wenn jemand genau wusste, dass er damit diese, diesen Schwur bricht, dann muss er nicht drei Tage fasten. Erstmal muss er zehn Arme speisen. Zweiter Schritt, zehn Arme bekleiden. Dritter Schritt, erst drei Tage fasten. Dritter Schritt, drei Tage fasten. Dieses muss er machen, wenn er wusste genau, dass er das mit Absicht gemacht hat. Die Frage war, wenn er bei Allah spürt, mhm. aber versehentlich eine falsche Aussage. Versehentlich zählt hier nicht dazu, deswegen sagte ich absichtlich. Naam, Wallahu ta'ala, Die letzte Frage und dann verabschieden wir uns von euch. Und nochmal, liebe Geschwister, morgen und übermorgen sehen wir uns in ta'ala um 20 Uhr im Livestream. Die letzte Frage, b'idnillah ähm, ta'ala. Es wird gefragt: Ich habe ein Casino. Aber ich denke, er meint gearbeitet mhm. und habe armen Menschen Geld gespendet. Ist diese Sadaqa halal? Ich habe im Casino äh, Geld gewonnen und habe das an die armen Menschen gespendet. Ist diese Sadaqa halal? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob du Geld gewonnen hast oder von dort Geld bekommen hast. In jedem Fall kein Problem. Nein, du wirst nicht belohnt. Du wirst sogar zur Rechenschaft gezogen. In der Zeit von Imam Ahmad kam ein Dieb. Und er sagte dann zu Imam Ahmad, ja, Imam, ich habe einen Apfel geklaut, aber als ich bereut habe, als ich bereut habe, habe ich diesen Apfel als Sadaqa gegeben. Und ich habe jetzt neun Hasanat. Wie neun Hasanat? Weil, wenn ich, wenn ich eine gute Tat mache, dann wird sie verzehnfacht. Also sind das zehn Hasanat. Aber weil ich eine Sünde gemacht habe, ich habe den Apfel geklaut, sind das, ist das ein Abzug und so sind neun Hasanat übrig geblieben. So sagte Imam Ahmed Rahmatullah alayhi, zu ihm, du hast für das Klauen des Apfels die Sünde bekommen und was deine Spende anbelangt, Allah wird es nicht annehmen. Der Prophet alayhi, sagt in einer Überlieferung, bei Imam Muslim, wahrlich, Allah جل, ist gut und er akzeptiert nur das Halal, was erlaubt ist. Deswegen, du musst das Geld sowieso loswerden und so wirst du dich vom Zorn Allah befreien. Bismillahirrahmanirrahim. ta'ala. Baraklafikumul zakumla khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.